Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Part des Karrieremodus. Wir schauen heute weiter nach neuen Spielern für unseren Verein. Ich habe hier schon zwei Scout-Abschlussberichte. Zum einen Milos Pantovic, der momentan bei Bayern spielt und der 700.000 kostet. Den werden wir uns auf jeden Fall nicht kaufen. Und der zweite ist Jadon Sancho. 12 Millionen wird er uns kosten, ist halt allerdings bloß eine 76, aber erst 20 Jahre alt. Das heißt, für die Zukunft könnte der auf jeden Fall interessant werden. Ne? Ich werde aber mal noch kurz warten, ne? Und habe hier, glaube ich, sogar noch Leon Bailey drin. Der möglicherweise könnten wir uns den auch kaufen. Ne? Kostet 38 Millionen, aber er wird halt viel mehr wert sein. Und für den Preis werden wir ihn auf keinen Fall bekommen, wie wir die Ablösesumme bloß haben. 38 Millionen können wir bloß anbieten. Ne? Und ja, der schätze ich mal, werden wir nicht viel mitreden können. Mal schauen, wie viel sie wollen. Okay, 65 Millionen. Dann müssen wir die Verhandlung leider beenden, ne? Und so viel können wir nicht bezahlen. Müssen wir uns halt jetzt überlegen mit Sancho, weil ich auf jeden Fall gern einen Offensiven noch hätte. Vielleicht kann ich noch irgendjemanden verkaufen in meinem Verein. Oder doch irgendjemanden anders kaufen. Fährmann werde ich nie im Leben verkaufen, weil der einfach viel zu gut ist. Ablehnen. Und dann schauen wir mal. Erstmal weiter simulieren. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen langweilig, so die Phase ohne Spiele. Aber so ist es halt im Real Life natürlich auch. Spannend zu sehen, was es so für Entwicklungen in der Transferperiode gibt. Allerdings steht uns, so wie es aussieht, gleich mal schon eine Partie bevor. So, wir haben die letzten zwei Abschlussberichte noch. Und ja, Olympique Marseille ist daran interessiert, McKennie zu kaufen. Allerdings weiß ich nicht, wie gesagt, ob er halt bei uns spielen wird. Ich werde es ablehnen, weil er auch zu wichtig ist. So, dann haben wir noch einen Abschlussbericht zu Kischner. 18 Millionen. Der wird auch schon ein bisschen interessanter. Ist allerdings schon 25 und Marco Piazza habe ich auch mal noch beobachten lassen. Ne? Der ist auch schon 25, aber vielleicht wäre der echt eine gute Investition. Ich werde ihn mal anschreiben. Ich glaube, dass Piazza uns echt ganz gut helfen könnte, der ja auch ein sauguter Spieler ist und momentan, glaube ich, sogar bei Schalke unter Vertrag ist in Real Life, wenn ich nicht ganz blöd bin. Mal einen Kauf vorschlagen, den könnten wir uns auf jeden Fall auch leisten. Ne? Aktueller Wert 23 Millionen. Transfersumme anbieten. Ich mache mal 30 Millionen, damit sollten sie bestimmt zufrieden sein. Angebot absenden. Sie wollen 41 Millionen. Da müssen wir aber ein Gegenangebot machen. Machen wir mal 35 Millionen. Mehr will ich nicht unbedingt ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Vor allem mit ihren komischen Zahlen da. So, 35 Millionen. Angebot absenden. Schauen, ob wir irgendwie auf ein Mittelding kommen. Und die Wunschsumme ist nicht verhandelbar. Ich schaue mal, ob ich wenigstens auf mein Maximalbudget komme. Angebot absenden. Und damit sind sie zufrieden. Ne? Okay. Jetzt ist das einzig Blöde, dass wir eben gerade kein Wochengehalt bieten können. Das heißt, ich muss noch schnell irgendjemanden verkaufen. Ne? Transfer. Mannschaft, Teamzentrale, genau. Da muss ich jetzt noch irgendjemanden anbieten. Ne? So jemanden zum Beispiel, der uns einfach bloß Geld kostet. Oder Insua. Ah, den tun wir auf die Transferliste. Bitter kommt auf die Transferliste. Hämmerich kommt drauf. Die kosten uns einfach bloß Gehalt und bringen uns gar nichts. Wenn wir mal ehrlich sind. So, der Morales kann weg. Heinz, ja, das passt dann schon. Dann tun wir den mal noch draufsetzen. Ne? So viele Spiele hier, die ich halt einfach nicht brauche. Und gut. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. So. Den können wir auch noch auf die Transferliste setzen. Und dann schauen wir mal. Piazza wäre auf jeden Fall geil. Ich hoffe natürlich, dass wir noch irgendjemanden verkaufen können.
um uns dann Piazza leisten zu können, weil momentan können wir ihm leider kein Gehalt anbieten. Ne? Das ist ein bisschen bitter. Transferangebot für Bentaleb, 40 Millionen, kann ich leider nicht annehmen, da Bentaleb einfach zu wichtig ist. Ja, Piazza wird gerne mit uns verhandeln, können wir aber leider nicht. Das ist echt belastend. Bitte lasst mich irgendjemanden verkaufen. Ne? Angebot wurde zurückgezogen, Pressekonferenz. Ich schaue mal nochmal kurz in unser Büro. Ja, da haben wir, ja, Gehaltsbudget haben wir 12.000 und Transferbudget haben wir ja alles Mögliche rausgeballert. Das heißt, da können wir auch nicht ein bisschen rumspielen. Das ist echt belastend und für 12.000, glaube ich, wird Piazza nicht unbedingt unterschreiben bei uns. Mal schauen, vielleicht bekommen wir irgendwie ein Preisgeld oder so. Chelsea will Hübeles abkaufen. Lehnen wir auch ab. Und da gibt es jetzt die nächste Partie gleich im Europapokal, in der Europa League. Auch gleich. Also direkt mal ein schweres Spiel, beziehungsweise ein wichtiges Spiel für uns. Vielleicht wird unser Transferbudget dann ein bisschen aufgestockt oder Preisgeld bekommen wir oder irgendwie sowas. Bevor die Transferperiode endet, würden wir auf jeden Fall ihn noch kaufen können. Und ja, schön. Piazza will nicht mehr zu uns wechseln. Das haben wir doch sehr gut hinbekommen. Dann mache ich jetzt mal das Spiel. Und schau dann, wen ich mir noch kaufen werde. Das ist natürlich bitter. Jetzt haben wir links vorne so einen alten Sack spielen. Aber naja, ich überspringe es. Wir gewinnen mit 2 zu 0 durch Tore von Goretzka und McKennie. Richtig nice. Gleich mal ein guter Start in die Euroleague. Und da muss ich mich auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen umschauen. Und ja, jetzt bekommen wir ein Angebot für Tobias Heinz. Angebot annehmen. Brauchen wir sowieso nicht. Und dann schaue ich mal, ob wir jetzt Piazza können wir vermutlich gar nicht mehr anschreiben. Ja, das ist schade. Und Bailey wird zu teuer sein. Wert 38,5 Millionen. Ja, den werden wir uns nicht leisten können. Schade. Ansonsten müssten wir dann wohl Sancho verpflichten. Ich hätte allerdings halt wirklich gern jemanden, der schon ein bisschen besser ist als Sancho. Und nicht wieder so einen Jungen in der Mannschaft. Aber ich glaube, wir können das momentan nicht ändern. Bin echt am Überlegen gerade. Aber ich glaube, ich. Okay, er hat eine aktive Freigabesumme von 2,1 Millionen. Das machen wir natürlich sehr gern, weil 2,1 Millionen bekommen wir. Okay, das ist ja dann absolutes Schnäppchen. Für 2 Millionen bekommen wir dann Sancho. Müssen wir eben nur noch ein Gehalt bieten. Ne? Er bekommt momentan Rotation, ja. Kannst du gerne haben. Vertragsdauer 5 Jahre, passt auch. Bist du ein bisschen an uns gebunden. Er will eine Freigabesumme. 32 Millionen. Nehme ich an, ist okay. Dann kaufen wir uns halt da mal einen neuen, wenn er weggeht. Und sollte wirklich besser werden, können wir ihn ja auch noch an uns binden. Mit einem besseren Vertrag oder so. Einstiegsbonus ist mir ein bisschen zu viel. Wir haben mit 20 Jahren. Einstiegsbonus ist okay, aber ich will den Bonus hier, will ich weniger haben. Weil dafür mit 20 Jahren pro 15 Spiele 500.000, damit sollte man schon zufrieden sein. Okay, also die sind echt extrem arrogant. Nach 15 Einsätzen 1 Million Euro für einen 20-Jährigen, wo ich nicht mal weiß, ob der uns wirklich hilft. Okay. Machen wir trotzdem. Und somit spielt jetzt Sancho bei uns. Den packen wir auch gleich mal rein. Wo ist er denn? Da ist er. Und gut. Dann gibt es jetzt noch ein Training. Da stelle ich jetzt noch die alle ein. Und dann Spielentwicklung. So,
Übung hinzufügen. Machen wir mal Milik, weiß nee, Milik gebe ich jetzt nichts mehr. Machen wir Coman, Sancho. Wo ist er denn? Hier. Coman, Sancho darf sich auch gerne weiterentwickeln. Dann nehmen wir Mittelfeld, McKennie mit und Goretzka, schätze ich mal. Wobei ich nicht weiß, ob der sich gut entwickeln kann hier. Packen aber trotzdem rein. Und noch einen Verteidiger. Mal schauen, wen wir da noch haben. Außenverteidiger nehmen wir Hendricks, genau. Und perfekt. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für die Episode. Auf jeden Fall wieder einen geilen Transfer gemacht mit Sancho. Hoffe natürlich, dass der sich gut bei uns entwickelt. Ich mache das eine Rückspiel, machen wir noch kurz, damit Sancho ein Spiel machen darf. Das wird wieder dasselbe sein in der Euroleague. Und dann war's das. Mal schauen, was uns das Spiel noch so bringen wird. Am Donnerstag in der Europa League. Wir haben leider niemanden unter den Top-Torjägern. Ich schätze mal, mein nächstes Ziel wird dann mal ein neuer Verteidiger sein, ein Außenverteidiger. Ja, Transferangebot für Milik und für Sanchez. Achso, ja, Tottenham, weil wir uns den mal kaufen wollten. Ne? Atletico Madrid wird gern Milik für 56 Millionen kaufen. Ich überlege gerade, ob wir das annehmen und uns halt einen fetten Stürmer noch kaufen. Ne? Aber ich weiß nicht. Das mache ich dann in der nächsten Episode. Dann lasse ich das mal hier noch so stehen. Werde das Spiel auch nicht mehr weiterführen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Entscheiden dann über Milik's Zukunft. Bis dann und ciao.